Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video, einem kurzen Yoga-Video aus den Dünen auf Vanö. Es geht um unser Herz. Mit den folgenden Übungen wollen wir unser Herz öffnen. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, weil der Wind doch etwas stark ist. Ich versuche lauter zu sprechen. Wir beginnen mit, als Warm-up sozusagen, mit den 8 Bewegungen der Wirbelsäule. Die Füße sind hüftbreit geöffnet. Einatmen, heben wir die Arme. Ausatmen, neigen wir uns nach links. Ein, wieder aufrichten. Aus, nach rechts. Ein, wieder aufrichten. Arme anwinkeln, Kerzenleuchterhaltung, Handflächen zeigen zueinander. Wir drehen uns. Ausatmen nach links, ein nach vorne, aus nach rechts, wieder nach vorne. Wir strecken uns, öffnen die Beine ein wenig weiter und kommen in die Vorbeuge. Setzen die rechte Hand vor unsere Füße und den linken Arm schicken wir nach oben. Unser Blick folgt der linken. Und wir wechseln. Beide Hände vor die Füße und wir gehen in die tiefe Hocke. Einatmen, richten wir uns wieder auf und das Ganze von vorne. Ausatmen, neigen. Einatmen, strecken. Kerzenleuchterhaltung, wir drehen uns. Ausatmen. Wieder strecken, Vorbeuge. Rechte Hand nach unten, linke Arm nach oben. Und wechseln. Und tiefe Hocke. Und wieder ganz nach oben. Letzte Mal. Neigen. Drehen. Strecken. Vorbeugen. Und wieder ganz nach oben. Und los. Füße wieder hüftbreit öffnen. Arme in die Seite halten. Langziehen die Arme. Einatmen. Ausatmen. Klappen wir die Handflächen nach außen, sodass die Fingerspitzen nach hinten zeigen. Einatmen. Führen wir die Arme ganz weit zurück. Brustbein heben. Ausatmen, kreuzen wir die Arme vor der Brust und senken den Kopf. Der obere Rücken wird rund. Und noch einmal. Langziehen, einatmen. Ausatmen, Handflächen nach außen. Und einatmen, ganz weit nach hinten, Brustbein heben. Ausatmen, rund werden, Arme kreuzen, Kopf sinkt. Ein letztes Mal. Strecken, einatmen, Handflächen klappen, ausatmen, einatmen, Brustbein heben und ausatmen wieder. Ganz klein und rund zusammenfallen. Und lösen. Schultern ein paar Mal lockern. Dann gehen wir ans Ende unserer Matte und wir strecken uns und kommen von hier in die Vorbeuge Uttanasana. Und wandern von Uttanasana in Adho Mukha Svanasana, in den herabschauenden Rund. Und richten uns erstmal ein, strecken die Wirbelsäule. Die Finger sind gespreizt und die Hände schieben in die Matte. Und wir gehen erst einmal auf der Stelle. Wir heben und senken abwechselnd eine Ferse. Dann beide Fersen heben und beide Fersen heben. Wir kommen in die Planke. Von der Planke die Knie beugen
und kommen in die Kobra. Lassen wir den Oberkörper sinken für die halbe Heuschrecke. Ihr könnt die Hände übereinander legen, die Stirn auf die Hände. Und wir ziehen das rechte Bein aus der Hüfte lang heraus und heben es etwas an. Der Hüftknochen bleibt auf der Matte. Die halbe Heuschrecke. Und ablegen. Zum linken Bein wechseln. Lang ziehen und heben. Und ab. Ganze Heuschrecke. Beide Beine lang herausziehen, beide Beine heben. Und wir können zur Unterstützung die Hände unter die Oberschenkel schieben. Und dann die Beine somit etwas höher. Und wieder so. Kleine Kobra. Hände ziehen nach hinten. Ellenbogen eng am Körper. Wer möchte, eine Stufe höher in die Sphinx. Und wer noch mehr möchte, vorsichtig, Probleme im unteren Rücken, Achtung, die Arme strecken. Ameisen machen Yoga mit. Okay. Langsam sinken. Wir heben unseren linken Unterschenkel und die rechte Hand fasst den linken Fuß. Und ablegen und wechseln. Nach oben in den Vierfüßlerschritt. Richten uns hier wieder ein, Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüftgelenken, sehr gespreizt, Mittelfinger zeigen gerade nach vorne. Katzenbuckel, Federung. Ausatmen, ruhig. Einatmen, Kopf heben, Schultern zurück, hängen lassen. Und nochmal. Ziehen den Rücken gerade und das gleiche, was wir eben in der Bauchlage gemacht haben, machen wir hier auch nochmal. Wir heben das linke Bein und die rechte Hand greift den linken Fuß. Und weg. Und ablegen und nochmal Katzenbuckel. Gerade ziehen. Wir heben den rechten Arm, schauen hinterher und tauchen mit der Hand, mit dem Handrücken, hinter dem linken Handgelenk nach vorne, bis die rechte Schulter den Boden berührt. Und öffnen. Ein letztes Mal. Und wir tauschen die Seite. Ein letztes Mal. Und wir sind wieder im Vierfüßlerschritt. Von hier kommen wir jetzt in die Herzöffnung. Die auch genauso heißt, Anahata Asana. Wir schieben beide Arme ganz weit nach vorne, die Oberschenkel bleiben senkrecht und wir bringen unser Brustbein zum Boden. Arme ganz lang. Wir lassen den Atem fließen. Langsam nach oben, ziehen die Hände wieder zurück und
enden in der Yogagruppe. Stirn zum Boden, Arme neben dem Körper. Wenn ihr mögt, könnt ihr die Arme auch über Kreuz auf dem Rücken ablegen. Und dann lösen wir uns langsam aus der Yogamatte. Und sind wir schon am Ende unseres heutigen Videos. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, wir sehen uns und tschüss.